Neuschnee. Georg Sauer ist auf der Pirsch. Spuren suchen von Füchsen und Wildschweinen. Hier in der Hohen Rhön. Der Wildhüter will etwas tun für seine Schützlinge, die Birkhühner. Im Schnee ist die Bedrohung für sie besonders groß. Da haben die Feinde der Birkhühner viel Hunger. Hier waren Wildschweine. Es sind 4 Stück gewesen. Sieht mir aus wie so, wir sagen Überläufer, ne, die so im 2. Jahr dann sind. Die sind dann so 40, 50 Kilo schwer. Aber leider macht das jetzt keinen Sinn, denen hinterher zu gehen. Das ist mindestens schon 20 Stunden und vielleicht noch älter. Wer weiß, wo die jetzt schon sind. Also das ist keine frische Spur. Trotzdem weiter. Wir dürfen mit. Gar nicht weit entfernt eine neue Spur. Vor ein paar Stunden im Schutz der Morgendämmerung war hier der gefährlichste Feind der Birkhühner unterwegs. Ja, das ist hier ganz eindeutig eine Fuchsspur. Beim Raubwild sagen wir Spur, bei den anderen Schalenwildarten ist es eine Pferde. Und wir sagen, die Jäger sagen dazu, hier sieht man schön einen Fuchs schnüren. Das heißt, der Fuchs läuft immer eine Pfote, eine Tatze nach der anderen in einer Spur wie an der Schnur gezogen. Deswegen heißt das Schnüren. Das kann man hier ganz eindeutig sehen. Ein Hund wird eher unterschiedliche Schrittfolgen tun, aber hier ein Fuchs läuft immer wie an der Schnur gezogen in einer Spur. Ist das eine frische Spur, oder? Kann man jetzt auch nicht sagen. Also bei dem Pulverschnee ziehen die Tiere ja auch so ein bisschen Schnee hinter sich her. Und deswegen kann es auch sein, dass es hier reingefallen. Aber jetzt ist halt die sogenannte Ranzzeit, Januar, Februar. Das ist so die Verpaarungszeit, sage ich mal. Jäger sagen Ranzzeit, aber es ist die Verpaarungszeit. Das ist jetzt wahrscheinlich am Anfang der Ranzzeit hier in Rüde, die jetzt ihre Feen suchen, die weiblichen Stücke. Ne? Sind also schwer verliebt und sind Tag und Nacht auf Achse. Das ist hier eindeutig Fuchs. Und in der Zeit sind natürlich die Jäger auch aktiv, muss ich noch sagen. Weil da die Füchse so wie andere Tiere auch, wie die Menschen auch, wenn sie verliebt sind, da sind die ein bisschen neben der Spur und passen nicht mehr ganz so auf. Deswegen ist es ein bisschen einfacher, in dieser Zeit die Füchse auch morgens oder tagsüber am Ansitz oder Gott weiß wo an anderen Jagdgelegenheiten zu erlegen. Nach 2 Stunden Schneeschuhmarsch ist das Versteck der Wildschweine entdeckt. Zu spät. Okay, das war's wohl. Naja, kann man nichts machen heute. Sind sie weg? Ja, also definitiv haben sie den vermutlichen Einstand hier verlassen. Jetzt sind sie natürlich in den Bereich reingelaufen. Da kann man nicht angreifen, das ist einfach viel zu groß. Ne, man bräuchte eine Hundertschaft von Jägern, das ist einfach nicht drin. Es klappt halt nicht immer, hätte ja sein können. Gut für die Schwarzkittel, die sind entkommen. Schlecht für die Birkhühner. Für den vom Aussterben bedrohten Hühnervogel bleibt's gefährlich. Die Rhön, auch Land der offenen Fernen genannt, der klassische Lebensraum des Birkhuhns. Das scheue Tier hat sich hier immer gut versteckt. Am nächsten Morgen eine ganz andere Jagd. Georg Sauer befestigt eine Peilantenne. Mit Thorsten Kirchner vom Bayerischen Naturschutzfonds geht's auf Birkhuhnsuche. Mal gucken, wo die Hühner sitzen. Ja. Hessen und Bayern kämpfen Seite an Seite für die Erhaltung des Birkhuhns. Birkhühner kennen keine Grenzen. Sie frühstücken morgens in Bayern und schlafen nachts in Hessen. Oder? Umgekehrt. Wie macht ihr das, dass ihr die findet? Also wir haben ein Telemetriegerät. Wir hatten im letzten Jahr 15 Hähne aus Schweden gefangen und hierher importiert. In der Langen Rhön frei ausgesetzt, freigelassen. Und 7 von den 15 Hähnen haben wir besendet. Mit Sendern auf der Brust haben sie die Vögel ausgerüstet. Das soll jetzt die Suche nach den 7 Schwedenhähnen erleichtern. Das sogenannte die Antenne, der Empfänger. Für euer Telemetriegerät. Genau, das ist das Telemetriegerät hier. Klein, aber oho. Da gibt es jetzt, jeder Sender hat eine eigene Frequenz. Die haben wir eine Nummer gegeben und das ist die Nummer 179 in dem Fall. Das kann man jetzt manuell ändern und jeden Hahn oder jedes Huhn kann man extra aufrufen damit. Und dann muss man natürlich hier ein bisschen drehen dran, die Lautstärke und die Berauschung. Die Antenne kommt jetzt hier dran und bei Erfolg
piepst das. Das gibt einen gewissen Piepston, einen regelmäßigen, gleichmäßigen Piepston. Und anhand der Lautstärke oder anhand dieses Pegels hier kann man schon so ein bisschen sagen, ja, der ist weit weg oder der ist ziemlich in der Nähe. Vielleicht, wenn wir Glück haben, hören wir das nachher. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein und gucken und hoffen, dass wir ein paar Tiere finden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die beiden Ranger kennen ihre Pappenheimer. Durch regelmäßige Patrouillenfahrten wissen sie, wo sie suchen müssen. Thorsten Kirchner ist skeptisch. Kein Piepsen, kein Hahn weit und breit. Also hoch zum Heidelstein in die Langeröhn. Dort kennt er jeden Quadratmeter. Der Biologe ist der Gebietsbetreuer des Naturschutzfonds Bayern. Hier müsste es klappen. Thorsten Kirchner peilt jetzt von Hand. So kann er die Antenne genauer ausrichten. Tut sich was? Ja. Also hier in dieser Richtung, Richtung Heidelstein, ist das Signal am stärksten. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, in welcher Entfernung sich der Vogel aufhält. Es ist relativ deutlich. Um den genauen Standort festzustellen, müsste man noch mal einen anderen Punkt gehen und dann über Kreuz peilen. Und wo sich diese beiden Linien treffen, dort sitzt dann der Vogel im Umkreis, also ungefähr. Das ist aber jetzt für uns gar nicht so wichtig. Wir wollen einfach wissen, wo die Tiere in etwa sind und natürlich, dass sie noch leben. Im Winter ist es wahrscheinlich sowieso schwieriger, oder? Sie zu sehen. Nein, eigentlich nicht. Im Winter haben wir ja Schneeflächen und dann haben wir die Bäume, die rausgucken und da sitzen sie relativ häufig drin. Also im Sommer, wenn die Wiesen hoch sind, wenn das Gras hoch ist, dann ist es schwieriger, dann sieht man die Tiere fast gar nicht. Haben wir denn eine Chance, noch eins zu sehen? Die Chancen sind gering, aber wir können es probieren. Wir probieren es im Schwarzen Moor. Damit auch Besucher die Vielfalt und Schönheit dieses einzigartigen Hochmoors erleben können, führt ein hölzerner Steg durch das Naturschutzgebiet. Im Schwarzen Moor fühlen sich die importierten schwedischen Birkhähne wie zu Hause, sagt Thorsten Kirchner. Auf dem hohen Turm haben wir vielleicht eine Chance. Birkhühner sind ängstlich. Schon eine leichte Bewegung aus großer Entfernung lässt sie sofort flüchten. Thorsten Kirchner spricht von einer Fluchtdistanz von 300 Metern. Ja, das Schwarze Moor ist ein ganz wichtiger Teillebensraum. Die Birkhühner sind eigentlich auch Moorhühner, kann man sagen. Sie finden im Moor sehr viel Beeren, also sehr viel Nahrung. Und sie finden im Moor aber auch Ruhe, weil niemand ins Moor reingeht. Es ist sehr feucht, man kann also kaum laufen. Und das ist natürlich hervorragend für die scheuen Tiere. Plötzlich entdeckt Georg Sauer etwas. Sofort sind alle still. Ganz vorsichtig sucht die Kamera. Und da, etwa 150 Meter entfernt, sitzt er. Ein schwarzer Birkhahn. Echtes Reporterglück, sagen die Ranger. Es ist plötzlich kalt geworden, der Wind frischt auf, Schnee liegt in der Luft. Das Wetter in der Hohen Rhön ändert sich oft schlagartig. Bei starkem Schneetreiben ist auch für die Ranger ein normaler Tagesablauf nicht mehr möglich. Georg Sauer fährt mit uns hinunter nach Gersfeld in den Tierpark. Er will uns einen weiteren und dazu sehr attraktiven Teil des Rhöner Birkhuhn-Projekts zeigen. Unser schwarzer Birkhahn in freier Wildbahn soll nicht alles gewesen sein. Doch dann geht für uns erst einmal gar nichts. Der harte Rhönwinter zeigt seine ganze Kraft. Die Hirsche im Tierpark scheint das nicht zu stören. Die Wildschweine nehmen es gelassen und machen das, was sie immer machen. Sie suchen sich was zu fressen. Der Schneefall lässt nach. Georg Sauer und Tierparkleiter Hermann Bleuel gehen vorsichtig in die Voliere für die Birkhühner. Auch wenn es Zuchthühner sind, müssen beide leise sein, sonst verstecken sich die Tiere. Oben auf der Stange präsentiert eine Henne stolz ihr prächtiges Federkleid. Eine perfekte Tarnung im Moor. Unten im Schnee ein Pärchen.
der schwarze Hahn, mit seiner Geliebten. Viele Leute haben mich darauf angesprochen, ihr tut viel für das Bierkuhn, ihr baut riesen Aussichtstürme, aber Mensch, wir wollten mal so ein Bierkuhn mal in Natura sehen. Wie sieht es denn aus, wenn wir mal so ein Gersfeld zum Beispiel in ein Bierkuhngehege bauen? Das könnten wir doch mal machen. Und dann ist das ins Gerede gekommen und wir waren Tierpark Wow begeistert. Und so ist das ein bisschen von uns finanziell unterstützt worden und so ist das entstanden hier. Ne? Das Birkhuhn als das Symboltier der Rhön. Hier ist es im Tierpark hautnah zu besichtigen. Eine Werbung für das Birkhuhn-Projekt insgesamt. Wir ergänzen uns da gegenseitig. Der eine weiß, was der andere nicht weiß. Und das ist also schon sehr hilfreich bei der ganzen Angelegenheit. Ne? Das Wetter spielt verrückt. Ein Wärmeeinbruch bringt Regen und Sturm. Selbst auf der Wasserkuppe auf 950 Meter Höhe regnet es. Der Regen gefriert sofort zu Eis. Auf Bäumen ebenso wie auf den Straßen. Eisregen bedeutet Alarm für die Ranger. Sie sind verantwortlich für die Sicherheit und die Instandhaltung der Wanderwege. Das ist Teil ihres Jobs. Fast alle Ranger haben eine Ausbildung in einem sogenannten grünen Beruf. Sie waren früher Gärtner oder Landschaftspfleger. Oder Forstwirt, wie Georg Sauer. Der hat das Arbeiten mit der Motorsäge von der Pike auf gelernt. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist aufgrund der Witterung. Der sogenannte Eisregen. Lange war es kalt, es war gefroren, jetzt kommt der warme Regen. Auf die gefrorenen Geschichten, das Eis bildet sich auf den Ästen und Bäume oder Äste brechen zusammen und fallen auf, in dem Fall auf Wanderwege. Jetzt habe ich gerade einen Anruf vom Chef bekommen. Der hat auch einen Anruf bekommen, wir sollen das mal freischneiden hier, dass die Leute vom Wochenende jetzt, dass die halt wieder hier Skifahren können oder auch wandern können. Jetzt habe ich aber hier noch was entdeckt. Auch zufällig, ich bin die ganze Zeit schon auf der Suche nach Wildschweinen, ob es dann viele gibt oder nicht. Aber hier kann man schon erkennen oder ahnen, das war jetzt kein Ackerfluch, das waren eine größere Rotte Wildschweine. Und da muss ich die nächsten Tage mal gucken, dass wir da mal hier was machen. Tja, also hier sieht man ganz, ganz deutlich, dass das keine kleinen Wildschweine waren, das waren schon größere. Man kann hier deutlich erkennen, was die Tiere doch für eine Kraft im Hals- oder im Kopfbereich haben. Bei dem gefrorenen Boden, das sind mehrere und größere, mit Sicherheit. Jetzt kann man sich so. Die haben ihn aufgewühlt. Die haben es aufgewühlt. Das sind Wildschweine, das sind Allesfresser. Die versuchen ja, die fressen Mäuse, die fressen Frösche, alles Mögliche. Aas zum Teil auch, ne? Verendete Tiere. Wildschweine nehmen also alles zu sich und die versuchen halt jetzt in der kalten Jahreszeit. Jetzt haben wir Gott sei Dank noch nicht so viel Schnee für die Wildschweine, sage ich. Aber sie versuchen halt im Boden alles Mögliche. Engerlinge, überwinternde Käfer, Mäuse, Frösche, alles Mögliche, was sie finden. Oder auch Wurzeln oder Hucheckern, die es in dem Fall nicht gibt. Aber die drehen den ganzen Boden rum. Wie viele waren hier? Das ist schwer zu sagen. Also die Spuren, ich habe jetzt mal geguckt, das sind schon stärkere. Aber die Anzahl kann ich nicht genau sagen, weil der Eisregen, der hat die ganzen Spuren ziemlich verwaschen, sage ich mal. Möglicherweise war es auch ein einzelner Keiler, das kann auch sein, der sich hier einfach Zeitvertreib geschaffen hat und... Oder es waren mehrere. Auf jeden Fall sind es keine rotte Frischlinge gewesen. Die muss man im Grunde genommen jagen. Die muss man auf jeden Fall. Wir haben sonst so die Aufgabe, die Wildschweine zu reduzieren. Wegen den Bodenbrütern. Sie sehen ja hier, wo die Wildschweine herkommen. Die nehmen alles mit. Da ist natürlich so ein Gelege oder so ein Küken oder irgendwas, was nicht wegfliegen oder flüchten kann. Die werden gefressen, das ist ganz klar. Und die Wildschweine vermehren sich unwahrscheinlich gegenüber anderen Tieren. Die kriegen also manchmal zweimal im Jahr ein Tier bis zu 5 bis 10 Frischlinge, sage ich mal, kleine. Und das wird jedes Jahr schlimmer, vielleicht durch Klimawandel, durch die Landwirtschaft. Es ist nicht nur in der Rhön ein Problem, das ist auch in Niederung immer größeres Problem. Und wenn wir als Jäger nicht eingreifen, haben wir ein Problem. Die Folgen des schlimmen Wetters beheben die beiden relativ schnell. Was die Wildschweine immer wieder anrichten, macht den Wildhütern weit mehr und vor allem langfristig zu schaffen. Ein Samstag im Dezember. Halali unterhalb der Wasserkuppe. Die Ehrenbergjagd auf Füchse und Schwarzwild beginnt. Organisator ist Georg Sauer. Ich wünsche allen einen erfolgreichen und schönen Jagdtag. Weidmannsheil.
Dann geht's los. Mehr als 50 Jäger und Treiber machen sich auf den Weg. Georg Sauer führt die Treiber an. Sein Gewehr hat er nur für den Notfall dabei. Ja, wir gehen so hier die Richtung hoch, bis wir oben am Plateau sind. Das wird jetzt mal ein bisschen steil. Und oben ist dann so ein Querschneisen, da warten wir nochmal. Da steht der erste Schütze auf, dann stellen wir uns nochmal neu auf. Ja? Das leuchtende Rot-Orange der Jacken ist Pflicht bei einer Treibjagd. Es soll Jagdunfälle verhindern. Wegen falscher Kleidung kam es früher schon mal vor, dass ein Jäger anstatt aufs Wild auf einen Treiber geschossen hat. Wie läuft es? Kann ich schwer sagen. Also Wild ist auf jeden Fall da. Ich habe auch ein paar Schüsse vernommen. Nun müssen wir einfach mal abwarten. Das kann man eigentlich erst so zum Schluss sagen oder nachdem wir ein paar Jäger, Schützen da besucht haben oder vorbeigekommen sind. Ne? Plötzlich kommt starker Wind auf. Nicht gut für eine Jagd. Wind mögen die Jäger überhaupt nicht. Hopp, 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 hopp. Wie läuft denn so die Jagd? Ja, es ist ein bisschen arg viel Wind. Da hört man das Wild nicht kommen. Hat man sehr wenig Zeit zum Reagieren. Naja. Hast du schon was gesehen? Ja, ein Stück Rehwild, hier flüchtig drüber. Das war aber zu schnell. So, okay, auf geht's. Komm los, auf zu fahren. Los, komm, hier rein. Komm hier, los, hopp, hopp, hopp. Die besten Treiber sind natürlich die Jagdhunde. Die fühlen sich im Wald pudelwohl, spüren das Wild auf und holen sich manchmal schnell ein paar Streicheleinheiten ab. Hast du super gemacht. Ganz brave Bist. Super. Hopp, hopp, hopp. Hey! Doch manchmal ist ein Hund auch plötzlich verschwunden. Dann sucht das Herrchen nach ihm und fragt die Jagdgenossen, ob ihn jemand gesehen hat. Also ist der Berg runter, genau. 700. Warte mal. Nee, warte mal. Manche Herrchen lösen das Problem heute aber ganz anders. Also ich frage jetzt die Position von meinem deutschen Wachtelhund ab. Und zwar habe ich dem jetzt eine SMS geschickt oder ihn angerufen. Und das Halsband hebt dann nicht ab, aber es weiß, dass es mir die Koordinaten per SMS zuschicken soll. Und jetzt gucke ich einfach mal auf der Karte zeigen. Und jetzt habe ich hier, da sieht man dann hier oben, wo der kleine grüne Punkt ist, mit dem Hundesymbol. Das ist der Vico. Das ist der Vico. So, und dann weiß ich genau, der ist jetzt ungefähr 2 Kilometer von mir weg. Aber da wir ja relativ großräumig abgestellt haben, ist das überhaupt kein Problem. Entweder kommt er zu mir zurück oder wird dann von einem Kollegen wird er dann eingesammelt. Wir müssen los, die warten. Komm, auf geht's. Nach 4 Stunden ist die Jagd zu Ende. Jäger und Treiber versammeln sich auf dem Sportgelände in Reulbach. Dort liegt das erlegte Wild. Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, ich möchte hiermit die Strecke bekannt geben. Auf der Strecke liegt ein Stück Schwarzwild. Dann, wenn ich das richtig sehe, 6 Rehe und 2 Füchse. Etwas wenig für den Aufwand. Der Wind hat den Jägern einen Streich gespielt. Die Strecke ist nicht so groß ausgefallen. Mir war es ganz wichtig, dass der Tag erfolgreich, ohne Unfall, tierschutzgerecht vor allem, zu Ende gegangen ist. Und das war mir das Wichtigste. Wir haben unseren Beitrag getan. Georg Sauer ist trotzdem zufrieden. Moin. Montagmorgen. Servus. Mieses Wetter. Höchste Zeit, mal wieder beim Chef im Büro aufzutauchen. Mit Thorsten Raab will Georg Sauer abstimmen, wie es mit den Wildkatzen weitergehen soll. Die Lokstäbe müssen kontrolliert werden. Auf der Karte sind sie alle verzeichnet. Über 60 Lokstäbe haben sie in den Naturpark Hessische Rhön gesetzt. Das Projekt liegt Geschäftsführer Thorsten Raab am Herzen. Wir haben nachgewiesen, dass es Wildkatzen gibt hier bei uns. Wir wollen jetzt halt weiter dokumentieren, wo die Wildkatze sich ausbreitet, wo sie entsprechend zu finden ist. Deswegen haben wir da die Lokstäbe, mit denen können wir nachweisen, wenn Haare
an den Lachsstäben dran sind, die werden dann entsprechend eingeschickt, kontrolliert. Und dann können wir sagen, es war eine Wildkatze, es war keine Hauskatze. Wildkatzen brauchen große, zusammenhängende Waldgebiete, wie hier bei Hof Bieber. Da hatte Georg Sauer seine Lockstäbe gesetzt. Doch jetzt ist nirgends einer zu sehen. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre hier. Ich muss jetzt mit dem GPS-Gerät noch mal genau gucken. Es gibt ja wirklich Fälle, da sind die Stäbe einfach weg, aus welchen Gründen auch immer. Ich laufe jetzt noch mal ein paar Meter und suche noch mal, aber das hätte eigentlich hier sein müssen. Ansonsten muss ich noch mal zum Auto gehen. Ich habe noch einen dabei, einen neuen, da muss ich einen neuen stecken. Das nützt hier alles nichts. Ein neuer Lockstab ist ja für die Katzen auch viel interessanter. Er riecht frisch und da hat sich noch niemand dran gerieben. Also alles halb so schlimm. Wenn der Stab fest genug im Boden ist, schneidet Georg Sauer noch einige Kerben ins Holz. Die Späne sollen aus dem rauen Fell der Wildkatzen ein paar Haare ziehen. Dann das Wichtigste, der Lockstoff. Ein Reagenzglas mit stark riechender Baldrian-Tinktur. Gut, jetzt hänge ich die Fotofalle noch auf. Die Fotofalle hat halt den Vorteil für uns, es gibt ja auch manche Tierchen, die sind sehr misstrauisch und skeptisch und trauen sich da einfach dann letztendlich doch nicht an den Stab dran. Aber mit der Fotofalle haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, im Radius von 5-6 Metern so ein Tier, wenigstens das muss gesehen haben. Die Fotofalle ist ein Hightech-Gerät. Fast wie beim Militär. Äußerst stabil, wetter- und hitzebeständig. Das Gehäuse ist in Tarnfarben gehalten. Natürlich ist da heute kein Film mehr drin. Auch im Wald funktioniert inzwischen alles nur noch digital. Wenn die Fotofalle eingestellt und scharf gemacht ist, registriert sie im Umkreis von 5 Metern jede Bewegung eines Lebewesens. Sie reagiert auf Körperwärme und löst sofort aus. Und auch bei Nacht liefert sie noch brauchbare Bilder. Habt ihr denn eigentlich schon mal eine in der Fotofalle gehabt? In der Fotofalle noch nicht, aber wie gesagt, in der Raubwildfalle. Lebend vor uns gehabt. Die haben wir natürlich freigelassen. Erst ein paar Haare gezogen und dann haben wir die Katzen natürlich wieder freigelassen. Und vorher natürlich noch fotografiert. Es gibt sie also wieder. Die Wildkatzen in der Rhön. Und wenn der Schnee zurückkommt ins Land der offenen Fernen, gehen sie in ihre Höhlen. Über Nacht hat es 10 cm geschneit. Für alle Tiere wird Nahrungssuchen jetzt mühselig. Die Wildhüter müssen nun wieder verstärkt Füchse und Schwarzwild jagen. Jetzt brauchen die Birkhühner besonderen Schutz. Georg Sauer bestückt eine Raubwildfalle mit Köder. Die Falle, ein Betonrohr, ist unter Steinen gut getarnt. Was ist das jetzt? Das ist ein überfahrenes Wildschwein gewesen. Im Verkehr tödlich verendet. Und wir dürfen auch nichts anderes benutzen, um diese Fallen zu beködern, sag ich mal. Denn ohne Köder oder ohne, dass da was zu fressen drin ist, ist es ganz schwierig, ein Tier reinzukriegen. Wie oft kommt es vor, dass da ein Tier in die Falle geht? Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten. In diesem Jahr habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Füchse gefangen, im Sommer über. Die haben also alle ganz stark diese Raute gehabt, Tierkrankheit beim Fuchs oder beim Säugetier überhaupt. Wenn ein Hund das bekommt, das können die bekommen, die können sich anstecken. Aber das kann man durch Arzneimittel beim Hund wieder wegmachen. Das hat der Fuchs aber nicht. Oder andere wilde Tiere. Und die gehen ganz, ganz jämmerlich kaputt über Monate hin. Verhungern praktisch, werden durch diese Parasiten, diese Milben, werden die praktisch, das Blut wird so lange ausgesaugt, bis das Tier verendet ist. Der Jäger Georg Sauer hat Mitleid mit der kranken Kreatur. Auch wenn der Fuchs ein Räuber ist und der gefährlichste Feind der Birkhühner, seiner Schützlinge, für die der Wildhüter verantwortlich ist. Der nächste Tag bringt eine Überraschung. Der Forellenzüchter Lothar Keidel hat den Wildhüter gerufen. Auch er hat eine Falle aufgestellt. Die Forellenbecken sind ein beliebtes Jagdrevier der Füchse und Marder, vor allem im Winter. Heute Morgen war seine Falle besetzt. Und ist schon was in die Falle gegangen in letzter Zeit? Ja, dieses Jahr haben wir 5 Füchse
ein Waschbär und heute Nacht war der Dachs dran. Und von den 5 Füchsen hatten wir 4 Stück mit Reute und der Dachs hat auch schon erste Anzeichen von Reute. Neben dem Teich liegt der tote Dachs. Der arme Kerl war von der Krankheit schon deutlich gezeichnet. So, hier kann man schon sehen am Rückenbereich, wie das ganze Unterhaar fehlt. Die Haut ist blank. Ich habe auch Füchse diese aus der Falle geholt, die waren nackig, der Schwanz, da war kein Haar mehr dran. Und diese Kruste, das ist verblutet, das ist einfach eklige Tierquälerei. Also Tierquälerei kann man ja auch nicht sagen, aber das ist für das Tier eine Qual, sage ich mal. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht Wochen und Monate, bis das Tier jämmerlich zugrunde gegangen ist oder letztendlich auch verhungert ist. Das ist Hege und Pflicht eines Jägers letztendlich, ne? Diese Tiere zu erlösen. Erlösen, ja. Genau. In dem Fall hat der Forellenzüchter dem Fischräuber den Gnadenschuss versetzt. Sonnenaufgang über dem Land der offenen Ferne. Ein grandioses Naturschauspiel. Zum Wochenende beglückt Petrus die Rhön mit Kaiserwetter. Heute kommen die Städter in Massen. Auf den Loipen am Roten Moor herrscht Hochbetrieb. Blauer Himmel und frischer Schnee lassen das Skifahrerherz höher schlagen. Um Tourismus und Naturschutz in Einklang zu bringen, sollen die Skifahrer auf den gespurten Loipen bleiben. Die Tierwelt soll möglichst wenig gestört werden. Solche Tage lieben auch die Ranger. Immer im Dienst, versteht sich. Dann laufen sie Skipatrouille. Denn manchmal sind unter den Skifahrern auch schwarze Schafe unterwegs. Aha, sind also doch wieder welche abseits der Piste gewesen. Das sollten wir eigentlich nicht machen. Aber es passiert halt doch ab und zu mal. Was ist jetzt die Aufgabe von so einer Skipatrouille als für euch Ranger? Ja, das geht darum. Vor meiner Zeit haben meine Kollegen mal an einem schönen Wochenendtag die Leute mal gezählt, zu Spitzenzeiten, mittags, 1, 2 Uhr, keine Ahnung wann das war, 800 Mann die Stunde. Auf einer Strecke in einer Stunde, das ist schon ein Haufen Zeug. Natürlich bei der Menschenmenge gibt es natürlich Situationen, wo auch hier der eine oder andere abkürzen will oder ihr geht einfach abseits der Loipe Richtung Naturschutzgebiet und das ist einfach nicht erlaubt und auch gar nicht gewünscht. Was macht ihr dann? Wir laufen, ja, manche sagen Patrouille oder Gebietsschutz. Betreuung heißt das Wort. Wir laufen also dann sonntags, hauptsächlich am Wochenende, wenn wirklich viel Betrieb ist, laufen wir die Loipen ab und weisen die Leute darauf hin, wenn wir dann welche sehen. Oder erklären den Leuten, wenn sie sich verlaufen haben zum Beispiel, wie sie schnell und ans andere Ziel kommen. Aufklärung, Besucherlenkung praktisch. Ne? Noch eine sportliche Runde auf den Brettern. Das Ranger-Dasein hat auch durchaus seine Reize. Und dann noch schnell vorbei im Haus am Roten Moor. Da kriegt der Wildhüter immer einen Happen zu essen. Die beste Lammbratwurst Mitteleuropas, sagt er. Georg Sauer ist glücklich mit seinem Job, möchte keinen Tag missen in seiner Rhön. Ich bin da ein sehr großer Idealist, was Naturschutz und Artenschutz betrifft. Das war genau auf mich gemünzt und ich bin mit Leib und Seele da dabei, mit den Bierkühnern zum Beispiel, mit der ganzen Weiterentwicklung von der ganzen Rhön, dass die Rhön so bleibt, wie sie ist. Mit dem Wildhüter in der Rhön, im Land der offenen Ferne. Oft kalt und rau und doch einer der schönsten Arbeitsplätze überhaupt.